Hallo und herzlich willkommen zu meiner 61. Folge von meinem kleinen Strick-Video-Podcast. Ja, genau. Ich bin die Kerstin und nach 2 Wochen melde ich mich zurück aus dem Osterurlaub, Osterferien. Ja, und bei mir ist der Sommer eingekehrt. Wie ihr seht, ich habe wieder Kontaktlinsen drin. Ja, ich bin ja so ein Jahreszeiten-Chamäleon, sage ich immer. Im Winter sind meine Haare relativ dunkel und ich trage Brille. Und im Frühling, Sommer habe ich Kontaktlinsen drin, weil ich gerne die Sonnenbrille benutzen möchte. Und ich mag diese Sonnenbrillen mit Stärke nicht. Weil da muss ich immer meine normale Brille mitschleppen, weil immer wenn ich dann irgendwo rein oder rausgehe, muss ich die Brillen wechseln und das ärgert mich. Deshalb trage ich im Sommer überwiegend Kontaktlinsen. Ja, also alle 4-5 Wochen mache ich dann mal 2-3 Tage Pause, dass sich die Augen ein bisschen erholen können, weil ich habe so Dauerlinsen, die Tag und Nacht drin bleiben können. Ja, genau. Also, und meine Haare sind auch heller geworden. Und die Sommersprossen sind wieder da und kommen noch mehr. Ja, wie gesagt, das ist mein Sommeroutfit. Aber ihr kennt das ja schon. Ja. Ja, dann sind wir ja gleich beim Wetter. Nee, erstmal, hattet ihr schöne Ostern? Ich hoffe ja. Bei uns war ja traumhaft schönes Wetter. Also das Osterwochenende war so schön. Man konnte so toll im Garten sitzen und die Jungs konnten ihre Eierchen im Garten suchen. Ja, die Hunde fanden das recht interessant, was die Kinder da machen und was vorher der Osterhase versteckt hat. Ja, genau. Ja, Wetter. Also das ist ja mittlerweile, also der April, 9 Uhr. Der April, der hat dieses Jahr wirklich, oder hält das, was er verspricht. Ja, ich fange heute mit der Wetterdecke an. Das mache ich, weil das ist ja so ein wildes Durcheinander jetzt gewesen, die letzten 2 Wochen. Ja, ich bin mittlerweile im Grün angelangt. Ich durfte tatsächlich 2 Tage lang, nee, sogar mehr, oder? Nee, 2, Grün benutzen. So, ich habe die jetzt mal zusammengeklappt, weil die ist mittlerweile so groß. So, also, hier war ich vor 2 Wochen. Das war, glaube ich, der Montag oder der... Nee, ich hing, glaube ich, ein bisschen hinterher, gell? Habe ich letztes Mal gesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Also, hier war es noch relativ kalt. Also, dieses dunkle Blau ist von 3 bis 6 Grad, glaube ich. Das muss ich aber gerade nochmal nachschauen. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich schon so oft diese Temperatur gestrickt und kann es mir immer noch nicht merken. 4 bis 6 Grad. Ja, ich lasse das gerade mal draußen. Also. Eben. Dieses Blau. Dann ist es hier ein bisschen wärmer geworden, zwischen 10 und 12 Grad. Und dann kamen hier die schönen sonnigen Ostertage mit Temperaturen. Eben hier dieses sanfte Grün. Das ist 19 bis 21 Grad und das morgens um 11. Also ja, ist ja fast schon Mittag, aber doch, da war die Temperatur schon ganz ordentlich und dann fiel es wieder in den Keller. Ja. Also es war dann ruckzuck eben hier von diesem hellen Rosa, 16 bis 18 Grad ist es, dann direkt einen Tag später in dieses Blau wieder runter. Mit 4 bis 6 Grad. Also wir hatten dann einen Temperatursturz von über 10 Grad über Nacht. Verrückt. Irre. Also wirklich, ja, ich sag ja, der April macht, was er will. Ne? Gut, dass er morgen vorbei ist. Ja. Jo, aber ich bin auf dem Laufenden. Gestern war Montag. Das ist dieses schöne hellblau. Das waren 8 Grad. Ja. Gut. So, jetzt gucke ich mal, ich weiß nicht, ja, doch. So groß ist sie mittlerweile. Der April ist heute dann, ist der letzte Tag. Das heißt, ich werde ab morgen, also morgen werde ich dann die, nee, jetzt wartet mal. Doch, heute ist der 3. Ja, klar, morgen ist der 1. Mai, morgen ist ja Feiertag. Das heißt, ich warte jetzt heute noch ab. Ich muss ja die heutige Temperatur, muss ich noch stricken. Und danach kann ich meinen Trennungsstreifen, den braunen hier reinstricken und dann geht es morgen weiter mit dem Mai. Und der Mai ist ja wieder ein ungerader Monat, das heißt, ich mache wieder 2 Krausrippen hin und her. Ja, genau. Nach wie vor stricke ich die
decke immer noch mit der Dropswolle Flora mit meinen 3,5 Chaokuchen-Stricknadeln. Ja. Und der Notenschlüssel hängt jetzt richtig. Und dann geht's weiter morgen mit 2 Krausrippen jeweils. Ja. Also die Decke macht wieder Spaß. Ich hatte ja die letzten... seit dem letzten Podcast war ich eigentlich relativ aktuell immer dabei. Aber da davor, die 2-3 Wochen, war ich ein bisschen... Aber das lag an den Krausrippen. Also wenn man nur eine strickt, sage ich jetzt mal, dann lässt man sie eher mal liegen. Aber jetzt in den ungeraden Monaten, das dauert dann doch, wenn man dann 4-mal diese 360 oder 350 Reihen Maschen strickt, das zieht sich natürlich. Und dann, da mache ich das dann schon eher mal, dass ich mich gleich hinsetze und direkt am gleichen Tag noch die richtige Farbe stricke. Ja, gut, dann habe ich halt heute jetzt mal anders angefangen. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Abwechslung tut auch mal gut. Ja, das war meine Temperaturdecke. So, aber jetzt mache ich mit den Socken weiter. Ja, das ist so meinen gewohnten Ablauf beibehalten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Ja, ich habe die Socken für den Mattis fertig. Ach, die wollte ich eigentlich... Ach, schade. Naja, egal. Wollte ich eigentlich auf ein Brett ziehen. Das habe ich jetzt vergessen. So. Und zwar war ich letztes Mal war ich hier. Da hatte ich ja nur so ein Stück vom Schaft gestrickt und Bündchen. Bündchen hatte ich gestrickt und ein Stück vom Schaft. So, und da habe ich es aber so gemacht. Ja, sieht jetzt ein bisschen unförmig aus. Ich habe das Muster nur im Schaft oben gemacht. Das Bündchenmuster ist 2 rechts, 2 links. Und dann habe ich... das ist, glaube ich, das Waffelmuster. Also es funktioniert eigentlich gleich wie das Minecraft-Muster, nur dass man die Maschen nicht versetzt. Das heißt, ich habe nach dem Bündchen habe ich 3 Runden glatt rechts gestrickt und dann wieder 3 Runden, 2 rechts, 2 links. Und das ist alles und immer wiederholt. 3 glatt rechts, 3 Bündchenmuster. 3 glatt rechts, 3 Bündchenmuster und so weiter. Ja, und auf dem Fuß habe ich aber glatt rechts gestrickt. Ich finde nämlich die Wolle so schön und irgendwie, finde ich, kommt es da schöner raus. Ja. Ist jetzt irgendwie, ja, das ist... Ach doch, eigentlich ist er ganz nett. Irgendwie sieht die Ferse so groß aus. Ja. Nö, aber passt. Ja, genau, Ferse ist eben meine Käppchenferse, wie immer. Und die Spitze ist, wie immer, meine Bändchenspitze, die in jeder Runde abgenommen wird. Also, die Socken habe ich fertig. Nummer 1 und Nummer 2. Das ist eine Größe 38, 39, ja, doch. 7, na, oder? Doch, na, 38 auf jeden Fall. Ja, die habe ich beide fertig. Der Matthias hat schon gefragt, wann sie fertig sind. Sag ich, die sind schon fertig, die darfst aber noch nicht anziehen. Die will ich noch zeigen. Ja, so. Also, das ist mein erstes Paar Socken. Die habe ich ja mit meinem Dreier Nadelspiel von Pony gestrickt, weil ich vor allem auch wissen wollte, ob das Maschenbild nach wie vor so locker ist. Ich hatte ja den Zauberball, die Socken mit dem Zauberball, die ich davor gestrickt hatte, da hat mir das Maschenbild nicht gefallen. Es ist besser mit dieser Wolle, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig. So, dass ich sage, ja. Ach, wobei, ich glaube, ich bin schon auch relativ anspruchsvoll, was das angeht. Ja, es ist nicht ganz so gleichmäßig wie mit weniger. Aber ich stricke so gern mit denen. Ach ja, ich muss, glaube ich, meine Ansprüche einfach ein bisschen zurückschrauben. Ja, da bin ich nach dem Schaft bin ich auf 15 Maschen pro Nadel runtergegangen beim Fuß unten. Das hat gereicht. Gut, das waren die Socken für den Mattis. So, dann habe ich ja wie immer meine Adventskalendersöckchen, die ich stricke. Habe ich ja gesagt, immer wenn ich ein paar Socken fertig habe, möchte ich aus der gleichen Wolle, aus dem Rest, der noch übrig ist, Adventskalendersöckchen stricken. Und da habe ich 2 gestrickt. Ja, Nummer 1 und 2. So, und dann war immer noch übrig. Also haben wir noch einen Wimpel für die Kunkelstube gemacht.
Und nach dem ersten Wimpel hatte ich immer noch übrig und dann dachte ich so, und jetzt strickst du, bis die Wolle leer ist. Und ich habe tatsächlich noch 4 Wimpelchen rausgekriegt aus der gleichen Wolle. Also da sieht man mal, wie viel man aus 100 Gramm Sockenwolle rauskriegt. Ein paar Socken in Größe 38, 4 Wimpel und 2 Adventskalendersöckchen. So, und ich habe tatsächlich noch ein winziges Stückchen übrig, aber aus dem kann man, glaube ich, nichts mehr machen. Das habe ich da drüben liegen. So, das ist noch übrig, also so im Vergleich zu einem Adventskalendersöckchen. Das reicht nicht mal mehr für so einen kleinen Socken. Ja. Ja, das dachte ich, probiere das jetzt einfach mal aus, wie viel ich aus so 100 Gramm rauskriege. Ja, doch, also bei der Wolle würde ich sagen, hat sich's wirklich rentiert. Die habe ich bis fast aufs Letzte leer gestrickt, sage ich jetzt mal. Ja, genau. So, die Wolle ist eine Wolle von Boutinette, die schon jahrelang bei mir rumlag. So, die Banderole habe ich jetzt nicht da und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Irgendwas mit Dad. Cool Dad? Weiß ich jetzt nicht mehr. Das war auch so ein Dreierpack. Also ich glaube auch nicht, die kriegt ihr nicht mehr. Also ich habe sie zumindest nicht gesehen im aktuellen Boutinette-Katalog. Ja. Und ich habe sie genau gleich hingekriegt. So sieht man es jetzt richtig schön. Ja, meine Socken. So, die sind fertig. Ja, dann habe ich neue Socken angefangen. Mit denen bin ich ein bisschen unglücklich. Ich zeige euch auch warum. So, und zwar, ich bin ja auch diesem Hype oder ja, wie soll man sagen, also ich bin ja mittlerweile auch großer Fan von Game of Thrones. Am Anfang, wo das neu rauskam vor ein paar Jahren, da war ich eher so, jeder redet davon, jeder guckt es. Nee, will ich nicht. Weil ich bin eher so der Typ, wenn alle was machen wollen, bin ich eher so diejenige, die sagt, nö, ich will was anderes machen. Naja gut, wir haben es dann aber doch irgendwann dann mal angeschaut. Die ersten 1,5 Staffeln oder so. Und dann war aber, also mein Mann war das dann irgendwann, er hat gesagt, ich krieg da schlechte Laune, weil da ist so viel Brutalität drin, so viel Tod und ja, keine Ahnung, und Kämpfen und alles. Okay, und dann haben wir es aufgehört. So, dann habe ich aber, also ich bin ja schon jemand, der gerne so Sachen guckt, also jetzt nicht nur brutal, sondern einfach, wo es zur Sache geht, egal in welche Richtung, ob es ein Thriller ist, ob es ein Krimi ist, ob es historische Sachen gucke ich auch sehr gern, Verfilmungen von irgendwelchen Büchern, die ich gelesen habe, also alles, wo es einfach nicht so diese Blümchenfilme, sage ich jetzt einfach mal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich mir zu Weihnachten habe ich mir dann die ersten 3 Staffeln Game of Thrones auf DVD schenken lassen. Die gab es dann nämlich beim Aldi. Ja, und dann habe ich mir die in den Weihnachtsferien alle 3 reingezogen, fast ununterbrochen. Also ich habe fast jede Minute geguckt, ja, und dann war ich natürlich angesteckt. Dann habe ich mir von einer sehr guten Freundin habe ich mir die restlichen Staffeln, also 4 bis 7, ausgeliehen, die hat die. Und habe mir die dann auch, ja, wirklich reingesaugt, also durchgesuchtet. Ja gut, dann war ich natürlich angesteckt. So, und jetzt kommt ja die 8. Staffel auf Sky. Gut, muss ich natürlich haben. Ja. Also ich habe die, sind jetzt mittlerweile 3 Folgen draußen von der 8. Staffel. Die 3. konnte ich noch nicht gucken, die ist auch relativ lang im Vergleich zu den anderen. Die geht über 1 Stunde. Und ich gucke das natürlich nur, wenn keine Kinder im Haus sind, weil das geht nicht. Also mein Großer ist zwar 15, aber ja, ich möchte es einfach nicht, dass er sowas sieht schon. Gut. Wobei, ja, ich weiß, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das ist so dieses Mama-Behüte-Modus, den man dann seinen Kindern gegenüber hat. Aber ja, die 2 Kleinen auf gar keinen Fall. Also beim Lennart wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn er mal reinkommt und was sieht. Aber nee, es muss einfach nicht sein. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt bist du voll im Game of Thrones Modus. Jetzt guckst du mal, ich wusste, dass es Sockenmuster gibt von den verschiedenen Häusern, die in Game of Thrones eine Rolle spielen. Und dann habe ich mir die Muster mal auf Ravelry angeguckt und habe dann gedacht, ja, ich stricke die House of Targaryen Socks.
Das ist eine kostenlose Anleitung auf Reverie. Also es gibt eben die Haus Martell Socks, Haus Baratheon. Also es gibt alle vier Häuser, gibt es verschiedene Muster und ich habe mir das eben rausgesucht. Dann habe ich gedacht, so, die sind für mich. Und wenn ich sie für mich stricke, möchte ich sie mit dieser schönen knallbunten neonweißen Wolle stricken, die ich mir in Kieselbronn gekauft habe. Die habe ich ja in Weiß und in Schwarz. Ja, die Farben sind jetzt natürlich nicht typisch Game of Thrones, aber ich wollte die weißen, weil bei den schwarzen war ich mir nicht sicher, ob man das Muster sieht. So, die Wolle zeige ich euch noch schnell. Die ist von der bunten Wollmaus. Ja, die habe ich mir ja in Kieselbronn gegönnt. So, aber Wolle frisst Muster. Es ist leider wirklich so. Es gefällt mir nicht. Erstens sieht es irgendwie schief aus. Ja, also man sieht schon, dass da, ja, da werden, also es ist ja kostenlos. Ich kann euch ja erzählen, wie es funktioniert. Da werden immer drei Maschen auf einmal zusammengestrickt. Man darf es aber nicht abheben. Also es bleibt auf der Nadel, auf der linken. Dann macht man einen Umschlag und strickt die drei Maschen nochmal. Erstens ist es wirklich, ja, wie soll ich jetzt sagen, anstrengend. Für die Finger und für die Handgelenke ist es ein anstrengendes Muster. Weil man diese drei Maschen eben zweimal zusammenstrickt mit Umschlag und ja, schieß mich tot. Und in dem Fall geht es echt unter. Man sieht halt echt nichts, gell? Nur so ein bisschen. Mir reicht es nicht. Mir ist es zu wenig. Und da das so doch relativ anstrengend zu stricken ist, ja, so sieht man es ein bisschen, aber habe ich entschieden, ihr seid live dabei, zack, zack, raus damit, aufmachen. Nee, so stricke ich die nicht. Schade. Wirklich schade. Aber jetzt werde ich mir die anderen drei Anleitungen noch anschauen. Ich sage ja, die sind alle vier kostenlos zu haben. Und vielleicht werde ich dann die anderen stricken. Also ich meine, die Haus Baratheon Socken, das ist mit einem schönen Zopf. Vielleicht stricke ich die, weil Zöpfe stricke ich ja eigentlich auch recht gern. Ja, so, nee, das ribbel ich jetzt nicht auf. Kann ich nachher machen. Ja, schade. Aber die Wolle ist toll, die ist super weich. Das ist eine Lanatus, habe ich gerade gesehen. Lanatus Fine Merino Socks, vierfach. Das ist schon echt weich, ja. Ja, und da hatte ich, das Stückchen habe ich eben auch mit mein Dreier Pony-Nadelspiel. Ich sag ja, also ich habe eh gemerkt, wenn ich was Neues habe, dann muss ich das ganz oft benutzen. Ja, so war es ja auch mit den Lückennadeln. Die sind jetzt mittlerweile Standard. Jetzt sind halt die Pony-Nadeln gerade dran. Ja, das war es aber, was ich an Socken habe, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Da habe ich jetzt nicht mehr zu zeigen. So, an was ich richtig, richtig viel gestrickt habe, war an meinem Tuch. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich ein Tuch angefangen habe mit einem Farbverlaufsgarn, das ich dann gern in diese Facebook-Gruppe Versteigerungen für den Tierschutz, nennt sich die Gruppe, glaube ich. Ich schreibe es euch unten rein. Ja, auf jeden Fall habe ich das Tuch gestrickt, damit wir da für den Tierschutz was versteigern können. Da habe ich mir ja das Tuch Meline rausgesucht von der Christine Joel, Joel Joel Design. Und habe das mit ihr abgesprochen, also ich darf das versteigern. Und damit bin ich gestern Abend fertig geworden. Es ist ein riesen Ding geworden. Ach, ja, jetzt habe ich die Banderole nicht da. Das ist noch übrig. Das war ein 200 Gramm Boppel, Farbverlaufsboppel mit 800 Meter Lauflänge. Ja, also so viel habe ich noch übrig. Ich hätte eventuell noch zwei oder drei Reihen stricken können. Mir war das, na nee, drei nicht. Ich glaube, es wäre echt knapp geworden. Ich bin auch wirklich froh, dass ich dann aufgehört habe. Ja, jetzt zeige ich es euch einfach mal. Also ich habe es noch nicht gewaschen und gespannt, weil wie gesagt, ich habe es gestern Abend abgekettet. So, und so ist das gute Stück geworden. Mal kurz. Oh ja, doch, den Farbverlauf sieht man jetzt richtig schön. Also angefangen habe ich hier unten mit dem Lila. Ja, also der Rand, der kringelt sich jetzt noch ein. Mal kurz gucken.
Ich werde das noch waschen und auslegen. Also richtig spannen werde ich es nicht, weil es ist schon riesengroß. Ja eben, also mit dem Lila hat es angefangen. Und dann hat man eben kontinuierlich Zunahmen gemacht und das Muster immer gleich weiter gestrickt. Ja, das ist ein unglaublich kurzweiliges Muster. Macht total Spaß. Seht ihr das so? Ja. Und ich finde es halt mit diesem Farbverlauf ist es richtig, richtig schön. Ja. Und bei dem Seestern war ich letztens, ich will immer letzte Woche sagen, also vor 2 Wochen. Ja, den kann ich jetzt rausnehmen. Das heißt, ich habe jetzt in guten 2 Wochen mal schnell so 800 Meter Farbverlauf verstrickt. Plus andere Sachen. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, dass es fertig ist. Also, wie gesagt, es wird echt nicht langweilig. Also, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber diese Reihen, also ich zeige euch das gerade mal von hier, von der Spitze rüber, das zieht sich halt ewig, bis man da mal eine Reihe hat. Und die Rückreihen sind halt einfach nur linke Maschen und dadurch ist das halt echt zum Schluss hin echt anstrengend geworden. Ja, nichtsdestotrotz finde ich es super schön. Ich kann es ja gerade mal drum machen. Zum Gucken, naja, das kann man. Das ist ein richtig schönes Tuch. Ich meine, das ist jetzt natürlich farblich, obwohl, so schlimm ist es gar nicht zu den roten Haaren, gell? Schaut mal. Also mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe, dass es den Leuten in der Facebook-Gruppe auch gefällt. Ja, also das ist so, dass die Materialkosten, die bekommen wir. Also wir spenden eigentlich unsere Arbeit, sage ich jetzt mal. So, sind die Haare schön? Ja. Wir spenden unsere Arbeit. Die Materialkosten werden übernommen von den Käufern. Das ist aber auch bekannt. Das steht alles ganz genau drin. Ja. Ja. Gestrickt habe ich dieses Tuch auf. Mit welchen Nadeln habe ich das gestrickt? Das gibt's doch nicht. Ach doch, klar. Die habe ich da hinten. Mit meinen Lücke-Nadeln. Die 3,5er Nadeln. Ja. Die habe ich gestern fertig gemacht und habe sie auch gleich in was Neues rein. Das kann ich euch auch noch zeigen. Obwohl, nee, habe ich noch nicht angefangen. Kann ich euch nächstes Mal zeigen. Obwohl doch so ganz kurz, weil... Nee, nachher. Dieses Sprunghafte. Ja. Ja, also das ist, wie gesagt, das Meline-Tuch. Oder ich sage immer die Meline, weil Meline ist halt einfach ein weiblicher Name. Von der Joelle Joelle. Eine Kaufanleitung auf Ravelry oder in ihrem Shop. Also es gibt ja viele Anleitungen, die kriegt ihr auf Ravelry und woanders. Die gibt es ja nicht nur auf Ravelry. Und ich habe sie, genau, aus dem Shop von der Christine Joelle. Ja, das war mein Tuch, was mich wirklich so hauptsächlich beschäftigt hat. Oh, dieses Muster finde ich einfach klasse. Che. Jo, so, der Bobbel, das war ein Wolle1000.de. Ja, ich habe noch ein bisschen was Günstigerem geguckt, weil eben, ja, ich kann ja nicht irgendwie, wenn ich so ein Tuch stricke und ich bekomme dieses Material, den Materialpreis, da kann ich ja schlecht für 25 Euro einen hochwertigen Bobbel kaufen, den dann einstellen und die Leute, die müssen auf diese 25 Euro noch mehr drauf bieten. Deshalb habe ich jetzt einfach nach ein bisschen was Günstigerem geguckt. Und Wolle 1000 ist günstiger, hat aber sehr, sehr schöne Sachen. Und vom Material ist es auch Baumwolle-Polyacryl-Mischung. Ja. Also hat sich trotz allem sehr schön verstrickt. Billig heißt nicht immer schlecht, muss ich echt sagen. Ja. Nö, war angenehm zu stricken. Ich habe auch schon wieder ein neues Tuch im Kopf, aber ich muss jetzt mal ein bisschen langsam machen, damit ich meine eigenen Projekte auch fertig kriege und nicht nur für die Versteigerungsgruppe, wobei ich das total gern mache. Also ich sage ja, ich habe schon wieder was Neues im Kopf. So wie ich mich kenne, zeige ich euch das nächste Woche dann schon. Ja. Jo, Kaffee. Prost. So, das war mein Tuch Meline für die Versteigerungsgruppe.
Dann kommen wir zur Kunkelstube. Ja, da gibt es zwei Sachen. Ich fange jetzt einfach an mit dem Strickrekordversuch. Am 8. Juni ist der Worldwide Knit in Public. Worldwide Knit in Public. Wir lassen es. Ihr wisst, was ich meine. Also 8. Juni, Memmingen. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Wir wollen unseren eigenen Rekord brechen. Letztes Jahr waren es 150 Menschen, die gleichzeitig eine halbe Stunde lang ununterbrochen auf einem öffentlichen großen Platz gestrickt haben. Und das wollen wir oder will die Kunkelstube überbieten. Das heißt, wenn ihr irgendwie Lust habt und wenn ihr Zeit habt, packt euer Köfferchen, bringt einen Stuhl mit, bringt einen Sonnenschirm mit und vor allem bringt eure Stricknadeln und Wolle mit. Und dann setzt euch zu uns und legt los für diese halbe Stunde. Ja, Memmingen ist übrigens eine sehr schöne Stadt, also man kann da auch sehr schön bummeln, wenn jetzt einer sagt, ach nö, also Memmingen ist schon auch ein Ausflug wert. Ich habe ja mein Mann und meinen Kleinen, den hatte ich ja letztes Jahr auch dabei, und die haben da den ganzen Tag, während ich gestrickt und gequasselt und getratscht habe mit allen anderen, haben die Memmingen unsicher gemacht, und es war ein richtig schöner Tag, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Anhängsel, sag ich jetzt mal. Ja, und dann, ja, ich habe euch das jetzt schon ein paar Mal erzählt. Das Absperrband soll aus selbstgestrickten Wimpeln bestehen. Ich habe jetzt auch, die Elli hat es gestern im Video gesagt, es sind mittlerweile über 400 Wimpel angekommen in der Kunkelstube im Allgäu. Schaut mal auf die Homepage, ich verlinke euch die unten drin. Da hat sie, glaube ich, auch ein Foto aufgefädelt, haben sie schon ein paar. Ja, und ich bin auch fleißig am Mitstricken. Also ich habe euch ja, die vier habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Die habe ich gestrickt. Und meine Strickmädels vom Stricktreffen, die haben auch noch ein paar gestrickt. Ja, also die zwei, nee, die drei rosa. Die drei hat die Bärbel gestrickt. So, und dann hat die Sigrid, hat mir auch noch drei gestrickt. Die Sigrid hatte leichte, andersrum. Die Wolle von der Sigrid hatte leichte Anpassungsschwierigkeiten an die Form der Wimpel. Macht aber gar nichts. Die haben halt jetzt einen großen Bruder gekriegt. Den werde ich natürlich selbstverständlich trotzdem der Anja schicken. Und dann noch drei weitere. Ja. Schön. Das heißt, wir haben jetzt seit der letzten Woche habe ich jetzt 4, 5, 6, 7 plus meine 4 sind wieder 11 neue Wimpel, die dazugekommen sind. Also meine Kiste quillt mittlerweile über, weil ich habe die Adventskalendersöckchen und die Wimpel in einer Kiste. Vergesst es, ich kriege den Deckel nicht mehr drauf. Ach, jetzt merke ich gerade, ich habe vom Stricktreffen noch zwei Adventskalendersöckchen, die habe ich jetzt nicht hier. Naja, kann ich euch nächste Woche zeigen. Ja, also ihr seht, wir sind fleißig am Stricken. Macht Spaß. Und diese Wimpelchen, die sind, also ich bin ja fast traurig, wenn die Aktion vorbei ist, weil die machen echt Spaß. Also so zwischendrin, die gehen schnell, also ich brauche so circa 40 Minuten, 45 Minuten brauche ich für so einen Wimpel, für so zwischendrin. Das ist echt nett. Vor allem, wenn man komplizierte Muster in jedem Projekt hat und dann einfach mal was Mindless braucht, dann ist das echt gut. Der große Bruder ist genial. Ja, finde ich super. Gut, das waren die Wimpelchen. So, Kunkelstube. Eben, wie gesagt, dieser Strickrekordversuch. Wenn ihr kommt, bitte auf der Homepage, wenn es möglich ist, meldet euch an. Das ist nichts, da werden keine Daten von euch gespeichert, gar nichts. Ihr seid da auch zu nichts verpflichtet. Das ist einfach nur für die Allgäu-Mädels, dass sie wissen, wie viele ungefähr kommen, ob der Platz ausreicht, den sie jetzt reserviert haben oder mit der Stadt abgemacht haben. Wäre also schön, wenn ihr euch über die Homepage anmeldet. So, jetzt brauche ich einen Schluck. So, dann kommen wir zum aktuellen Kunkelkarl. Stop and go Kunkelkarl. Ja, ich stricke wieder mit. Es ist ein wunderschönes Tuch, das wir stricken. Da blieb mir gar nichts anderes übrig, als mitzustricken. Und zwar ist es der riesige Marlin von Corinna Tengler. Ich zeige euch hier gerade mal kurz so ein Bild. Ja, das wird er im Endeffekt werden. Meinen stricke ich aus selbstgefärbter Wolle. Also, ja.
Das ist eine Zitronenwolle. Ich glaube, die Trekking High Twist. Trekking? High Twist. High Twist war es. Ja. Und ihr seht mit dem Grau, jetzt rutschen sie mir weg. Das sind meine drei Farben für den riesigen Marlin. Ja, das Grau ist schon ganz gut geschrumpft. Ja, wir sind am Wochenabschnitt 2. Ich habe ihn fertig, ja. Ich versuche da ja auch, so gut wie es geht, aktuell dabei zu bleiben und meine Wochenabschnitte immer schön zu schaffen, damit da kein so ein Stau aufkommt. Und es ist aber auch eigentlich kein Problem, weil in der Regel schabt man schon so ein bisschen mit den Hufen, wann kann man endlich weitermachen. Ja, so. Ich zeige ihn euch. Also nicht wundern, er schoppt sich ein bisschen auf der Nadel und er wellt sich auch ein bisschen. So, das ist mein riesiger Marlin. So weit bin ich. Ja. So, also dieses Streifenmuster und dieses wunderschöne Lace-Muster war der erste Teil, wo wir in der ersten Woche stricken durften. Schade, die Wellen, das Muster kommt jetzt gar nicht so toll rüber. Ah doch, obwohl, ja. Eben, der Streifenteil und das Wellenmuster durften wir in der ersten Woche stricken und jetzt von Samstag, letzten Samstag bis kommender Samstag, durften wir dieses Stück stricken. Ich bin schon fertig. Also ich muss sagen, es ist ein anspruchsvolles Tuch. Das Wellenmuster hat auch mich etwas Nerven gekostet. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Maschenmarkierer in einem Projekt wie in diesem kleinen Stückchen Wolle. Aber ist ja egal, macht nichts. Wenn es so funktioniert, ist ja super. Und wenn man 100 Markierer reinhängt, macht nichts. Ja, und zwar einfach deshalb, weil man Oh, so sieht man es ganz gut. Seht ihr die verkürzten Reihen, die man da strickt? Ja, so sieht man es gut. Hier auf der Seite waren die ganzen, wurden die verkürzten Reihen gemacht und mit Doppelmaschen und schieß mich tot und ja, keine Ahnung. Also es hat Spaß gemacht, aber ich war auch froh, wo es dann fertig war. Jetzt der aktuelle Teil, der ist natürlich glatt rechts gestrickt, wunderbar. Doch, und ich finde auch die Farben, es wird ein richtig tolles Tuch. Und dass sich das jetzt hier unten so ein bisschen wellt, das kriegt man rausgespannt. Ja. Allerdings habe ich, also heute sage ich oft, am Rand habe ich einen extra Umschlag gemacht, den ich dann in der nächsten Runde einfach habe plotzen lassen, sage ich jetzt mal. Also den ich da nicht gestrickt habe, sondern einfach wieder habe fallen lassen. Erstens ist es ein Tipp von der Designerin, steht auch wirklich so in der Anleitung drin. Und wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich auch mit drin bin. Und dann ist der Rand einfach nicht ganz so eng. Er ist trotzdem eng, aber nicht so eng, wie wenn man diese Umschläge weglassen würde. Ja. Jo, das ist mein aktueller Kunkelkarl. Den stricke ich mit 3,25er Chagurun-Stricknadel. So sieht's aus. Macht super Spaß bis jetzt. Also ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt in der Anleitung, aber jetzt kommt dieser Teil hier. Ja. Sind wahrscheinlich Hebemaschen, denke ich jetzt mal. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, zum Kunkel Karl selber nochmal. Also Anmeldefrist ist heute, 30. April. Wenn ihr trotzdem noch mitmachen möchtet und in die WhatsApp-Gruppe mit aufgenommen werdet, dann wäre es ein Anliegen von der Anja, dass ihr selber für euch strickt bis zum aktuellen Teil. Und dann dürft ihr jederzeit gern in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden. Das ist einfach der Hintergrund, sie muss irgendwo einen Punkt machen oder einen Termin setzen, weil wir sind ja dann alle schon viel weiter. Wenn jetzt jemand neu anfangen möchte, sind wir ja dann ab Samstag schon im dritten Part oder im dritten Teil. Und dann ist es schwierig, wenn dann jemand Fragen hat, wenn es um den ersten Teil geht, weiß man dann schon nicht mehr, was war denn da im ersten Teil und deshalb, ja. Also in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden kann man, glaube ich, nur noch heute
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? War es gestern? Ich dachte, bis heute geht's. Ja. Und ja, jeder darf mitstricken, selbstverständlich, auch ohne WhatsApp-Gruppe. Ihr findet alle wichtigen Infos, findet ihr in der Beschreibung unten drin. Ja, genau. So, wollte ich noch was sagen zur Kunkelstube? Nö, die Wimpelchen, das Tuch, ja. So, dann trinke ich jetzt noch mal was. Ich zeige euch jetzt den Boppel trotzdem. Meine liebe Freundin, die Shusha, hat sich so unglaublich in das Wellentuch verliebt, das ich ja teststricken durfte für die liebe Sandra von Maschengedöns, dass sie mich gefragt hat, du, wenn ich dir einen Boppel besorge, würdest du mir das stricken? Ja, natürlich. Logisch, ist doch meine Freundin. Klar. Also jetzt kam sie letzte Woche und hat mir einen Boppel gebracht. Diesen hier. Der ist von Wally Hooks. Bobble Cotton. Ja. Und ja, sie hat wohl doch auch den ähnlichen Farbgeschmack wie ich. Meiner war ein bisschen blauer. Der ist jetzt doch eher grün und türtrüs, sage ich jetzt mal, türkis. Ja, sehr schön. Und natürlich werde ich ihr das Wellentuch stricken, sobald ich die Muße dafür habe und die Zeit. Genau. Oh, da ist eine Anleitung in der Innenseite, sehe ich gerade, für ein Häkeltuch. Oh, muss ich mal reingucken. Wäre vielleicht was für unsere Versteigerungsgruppe. Ja, diesen Bobbel hat mir die Shusha gebracht. Da hatte ich auch die Nadeln vorhin drin. Wo habe ich sie denn jetzt? Ah, genau, auf dem Boden. Ja, die will ich da nämlich auch benutzen. Ja, diesen Bobbel habe ich gekriegt. So, also gekriegt habe ich ihn zum Stricken. Also nicht für mich, sondern zum Stricken. So, dann habe ich aber wir hatten Ostern, am Dienstag nach Ostern, also Ostermontag, Dienstag, kam der Postbote und ich saß lustigerweise hier in dem Sessel, habe gestrickt und sehe das Postauto herfahren, weil hier ist ja direkt hier ist meine Terrasse und mein Garten und die Straße und dann sehe ich so, wie der aussteigt und hat einen großen Umschlag in der Hand. Denke ich, hat mein Mann was bestellt, weil ich habe nichts bestellt. Naja, gut. Er hat dann auch nicht geklingelt, er hat es dann einfach nur in den Briefkasten gesteckt. Ne? Musste ich ja gleich gucken, ich bin ja dann auch neugierig. Und dann habe ich ein Päckchen gekriegt und dachte ich, Und dann habe ich aber durchblitzen sehen, na, das ist doch aus dem Allgäu. Das ist doch von den Kunkelmädels aus dem Allgäu. Ja, jetzt habe ich eine Überraschung gekriegt. Die Elli war ja auf dem Leipziger Wollefest mit der Brigitte und ihrem Mann und der Jenny vom Wolligen Geplauder. Und die drei Mädels haben tatsächlich an mich gedacht und haben mir einen kleinen Troststrang Wolle gekauft, weil ich nicht nach Leipzig fahren durfte. Und es hat mich so gefreut. Erstens eine Riesenüberraschung, eine Riesenfreude. Und ich bin jetzt noch sehr gerührt. Es hat mich wirklich unglaublich gefreut. Und das ist der Strang. Schaut euch diesen Strang an. Der ist voll meins. Und jetzt, wie ich ihn so angucke, denke ich, der wäre doch was für die Game of Thrones Socken, oder? Passt doch voll. Oh, ich habe mich so riesig gefreut. Und oh, der hat so gut gerochen. Der ganze Umschlag hat gerochen. Ja, und das ist eben, die haben sie mir in Leipzig gekauft auf der Stoff- und Wolle-Messe, glaube ich, heißt das so, von Danielas Wolltopf. Ja, das ist 100 Gramm High-Twist, eine Zitronenwolle, oh, so schöne Farben. Und dann haben sie mir hier noch so eine ganz, ganz tolle, liebe Karte dazu geschickt. Also, liebe Elli, liebe Jenny, liebe Brigitte, vielen, vielen Dank. Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr habt mir so wahnsinnig eine Freude gemacht. Ich sag ja, ich war kurz vorm in Tränen ausbrechen. Ich habe mich echt riesig gefreut. So schön. Ja, und ich habe ihn noch nicht gewickelt. Weil ich finde, in Strängen ist die Wolle irgendwie, erstens kann man sie besser kuscheln und sie ist auch schöner zum Zeigen und Anfassen. Ja. Schön. Ich habe ja mal kurz überlegt, ob ich die vielleicht überhaupt als Sockenwolle verwende. Jetzt hat aber die Elli gemeint, sie hatte, also diese Daniela,
die hatte Mustersocken. Und die ringeln sich anscheinend sehr schön. Aber dann sind sie ja doch wieder nichts für die Game of Thrones Socken. Naja, ich muss mal gucken. Ich muss ihn auf jeden Fall noch ein bisschen bewundern. Ja, sehr, sehr schön. Genau, das habe ich bekommen. So, aber das war's jetzt. Jetzt habe ich schon 40 Minuten gequatscht. Ja, ist okay. Kann man lassen. Ja, ansonsten, was ist los bei uns? Stricktechnisch, morgen startet, möchte ich einen neuen Pullover starten mit ein paar anderen Mädels zusammen. Von der Jorge Locatelli, den Japanese Sleeve. Jetzt weiß ich es schon gar nicht mehr. Das zeige ich euch dann aber nächste Woche. Da kommt heute die Wolle dafür. Ich habe sie so bestellt, dass sie pünktlich heute kommt. Oh, das heißt, ich muss heute noch eine Maschenprobe machen, sie waschen, trocknen und wenn es passt, morgen dann loslegen. Ja, also das ist wieder mal so typisch ich auf den letzten Drücker. Aber ja, sie kommt, es reicht ja noch. Also muss man ja keinen Stress machen. Ja, genau. Ja, an Strickigen, wie gesagt, das war's. Morgen ist Feiertag, Gott sei Dank. Ja, ich habe jetzt heute noch einen nicht ganz so schönen Termin vor mir. Ich muss heute noch in die Schule. Ja, es ist ein bisschen eine schwierige Situation momentan. Ich ärgere mich gerade extrem über unsere Gesellschaft, über das Denken anderer Menschen, über das Denken anderer Kinder. Da gibt man sich als Eltern oder als Mutter gibt man sich Mühe, seine Kinder nett, sozial kompetent und einfach nur umgänglich zu erziehen. Und dann schafft man das und was passiert? Die eigenen Kinder werden zum Opfer. Ja, weil sie einfach nicht so, ich sag jetzt mal, doof sind und es cool finden, immer zu andere zu ärgern. Und ja, das finde ich extrem schade. Wir haben das mit dem Kleinen schon durch in der Grundschule. Und jetzt geht es beim nächsten Kind los und ich bin einfach nur, ja, fassungslos, dass es wirklich so ist, dass man, wenn man nicht schlägt oder nicht ärgert, einfach uncool ist und selber geärgert wird. Und das finde ich extrem schade. Ja. Naja, gehört nicht hierher. Beschäftigt mich nur im Moment gerade aktuell sehr. Beschäftigt uns alle. Vor allem mein Kind. Und eben, da habe ich jetzt in 2 Stunden einen Termin in der Schule. Da muss was passieren. Ja. Tut mir leid, gehört nicht hierher, ist jetzt so aus mir rausgekommen, einfach weil es mich beschäftigt. Ja, so, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich komme nächste Woche wieder. Morgen einen wunderschönen Feiertag, genießt ihn. Wir haben hier in unserem Ort ein Schützenfest. Ja, das ist Tradition, da müssen wir auf jeden Fall hin, entweder Erbseneintopf essen oder Pommes, weil mein Papa steht in der Pommesbude und brutzelt Pommes und Würstchen. Und meine Mama steht am Eintopf aus, an der Eintopfausgabe, das heißt, es ist Pflichtprogramm für uns. Wir gehen auf jeden Fall zum Schützenfest. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter morgen werden soll. Also momentan regnet es. Ich hoffe, dass es sich bis morgen wieder etwas beruhigt, dass wir auch einen schönen Tag haben werden. Ja, gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, ich habe euch ein bisschen unterhalten und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Nehmt euch die Zeit, die Ruhe, genießt die freie Zeit. Genießt, wenn ihr Frieden und Freude um euch rum habt. Das ist, ja, ist gerade ein bisschen schwierig bei mir. Ich bin ein bisschen angekratzt. Ja, ihr merkt es. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht stressen. Tschüss.